So, hallo und herzlich willkommen zusammen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauerinnen. Heute sind wir im Interview mit André Bischoff und mein Name ist Shelia Stevens-Würzig. Ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Teams zeigen, wie sie ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. Schon erwähnt, ich bin im heutigen Interview mit André Bischoff, Geschäftsführer von HPS Schweiz. André und sein Team bringen Menschen in Unternehmen bei, wie sie besser präsentieren, sodass sie mehr Erfolg erzielen. Und für HPS bedeutet das, dass sie mehr Zustimmung bekommen für ihre Ideen und Projekte. André, schön, dass du heute Zeit nimmst. Ja, gerne. Gern geschehen. Ich bin gern bereit, darüber zu sprechen. Das ist für mich eine Freude. Schön, schön. Und heute reden wir über ein konkretes Thema, nämlich über ein neues Blended Learning Konzept, woran André und ich in letzter Zeit zusammengearbeitet haben. Und für diejenigen, die es nicht wissen, Blended Learning bezeichnet die Lernform, bei der die Vorteile von Präsenzveranstaltungen mit E-Learning kombiniert werden. André, wollen wir über dieses neue Blended Learning Konzept sprechen? Ja, genau, das machen wir jetzt. Okay, dann schieße ich einfach mit den Fragen los, gell? Also André, als Cheftrainer bei HPS Schweiz bist du für Präsentation und Rhetorik auch spezialisiert. Wie sieht dein Leben als Präsenztrainer aus? Du bist also eigentlich primär Präsenztrainer. Ja, richtig. Wir haben bis jetzt nur Präsenztrainings gemacht und das sieht dann so aus, dass du halt ziemlich viel Material packen musst und das muss alles stimmen, das muss abgezählt sein und so weiter. Logistisch ist das teilweise, wie soll ich sagen, muss man achtsam sein mindestens, dass man da Qualität abliefern kann. Dann bringst du das Ganze ins Seminarhotel. Am Abend vor dem Seminar in der Regel stellen wir das Equipment auf. Das geht schon 5 Viertelstunden, manchmal 1,5. Bis alles steht und getestet ist und dann am Morgen früh steigen wir dann jeweils ins Training ein für 1,5 bzw. 2 Tage in der Regel. Und dann wieder alles zusammenräumen, schön verpacken und mit zurück ins Büro nehmen und dann halt auch diese Dinge, die man wieder brauchen kann, die muss man dann auch wieder aussortieren und wieder einlagern sozusagen, ja. Das heißt, als Präsenztrainer hat man viel Bestand. Also die vielen Trainer, die heute zuhören, werden das kennen. Also sie haben ein Trainingskonzept, vielleicht ist es individuell angepasst, aber meistens sind Worksheets dabei und Flipcharts und Material, die sie einfach dabei haben sollen, müssen, um die Trainingsteilnehmern über den Prozess durchzubringen. Und bei HPS ist es noch zusätzlich mehr Equipment, weil ihr habt ja Videokameras und ganz viel Technologie. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, ich weiß bei dir, du hast deinen technologischen Ansatz im Präsenzraum aktualisiert vor kurzem. Was hast du da alles für Equipment, was ihr da mitbringt? Ja, also normalerweise sind es Kameras, die mit SD-Karten funktionieren, möglichst gleich auf MP4 abspeichern, so dass man die Filme gleich verwenden kann. Dann neu habe ich jetzt einen Visualizer. Da kann man, also das ist eigentlich das Pendant zu früher zum Overhead-Projektor. Du legst einfach ein Papier drunter. Das geht in bestimmten Seminarsequenzen einfach schneller, als das Notebook immer an den Beamer zu bringen. Schnell das Papier unter den Visualizer zu legen und das dann zu präsentieren. Dann auch für Coachings, teilweise vielleicht Workshops und so, wo es darum geht, wenn die Leute die Filme anschauen, habe ich 3 kleine iPads und dann arbeite meistens mit Assistenz, nicht immer, kann man diese Filme auf dem iPad anschauen. Man kann sie schnell runterziehen aufs iPad und da kannst du das den Teilnehmenden geben. Und die können sich das im gleichen Raum mit deinem Kopfhörer anschauen. Das funktioniert einfach von daher sehr gut, dass die Leute gleich ihre Fortschritte sehen. Sie sehen, was sie noch weiter verbessern können und wollen. Und das bringt schon den Lernprozess sehr, sehr stark nach vorne und die Motivation. Ja, also wir arbeiten da mit viel Technik, mit Video in verschiedenster Hinsicht, aber auch natürlich Ton, was wir verstärken und so weiter. Genau, also es geht eben bei HPS immer um Präsentieren und Präsentationstechnik oder um Rhetorik und da möchte man natürlich sehen, wie habe ich präsentiert und das wird via Video aufgezeichnet und das wird mehrfach aufgezeichnet über das Training. Wir werden gleich darüber sprechen, aber
Ich höre heraus, und ich weiß es selber, weil ich öfters bei dir im Training dabei war, du hast sehr viel Material, das sind bei dir so aufgestapelte Kisten, die ziemlich schwer zum ins Zimmer befördern sind. Und ich höre heraus, du bist auch wahnsinnig technikaffin, weil du nutzt bereits in deinen Präsenztrainings schon ziemlich viel von diesen Technologien. Und ich weiß von dir persönlich, dass du ein riesen Mac-Fan, also bei dir sind sowieso überall Macs und iPads und so Ja. weiter, gell? Genau. Und du hast es gerade angesprochen, also HPS ist für seine Übungsintensität bekannt. Es ist kein Wohlfühltraining, wie ihr sagt, was er anbietet. Die Teilnehmer präsentieren 6 bis 8 Mal pro Trainingseinheit und werden eben, was wir gerade gesagt haben, per Video aufgezeichnet. Und jeder andere Teilnehmer, der nicht gerade dran ist, gibt Feedback, bleibt stets involviert. Also es ist ziemlich intensiv, der ganze Prozess. Das ist auch ein wichtiger Punkt für uns, dass die Leute eigentlich partout involviert sind in einer bestimmten Art und Weise, dass sie Feedback geben müssen, dass sie Feedback auf einen bestimmten Lerninhalt geben und so weiter. Und das macht es für alle intensiv und das ist eben der Punkt, wo es eben kein Wohlfühltraining ist. Es gibt kein Lean Back oder nur wenige Teile, wo Lean Back Mode irgendwie gefragt ist oder okay ist. Ja, genau. Und was wolltet ihr vor allem erreichen, wenn ihr aus dem Lean-Back-Modus geht in Richtung mehr Intensität und Übung in dieser Sache? Was ist das Hauptziel von dieser Intensität? Ja, der Kompetenzgrad der Leute im Hinblick auf unsere Inhalte halt möglichst hoch zu kriegen, halt in kurzer Zeit. Heutzutage ist es wahnsinnig wichtig, in kurzer Zeit ein effektives Training abzuliefern. Wenn ich nur daran denke, ich habe schon Kunden gehabt, zum Beispiel bei einer Privatbank hier in der Schweiz, die sagen halt, sie kriegen meine Leute nicht mehr wie 3 Stunden am Tag und das von 15 bis 18 Uhr. Das können sie dann zweimal, können sie dann mit denen arbeiten. Und das ist natürlich diametral entgegengesetzt von dem, wo wir herkommen mit 3 Tagestrainings, ja, vor einigen Jahren noch. Ja, also das heißt, auch von Seiten des Auftraggebers wird es immer schwieriger, längere Trainings zu platzieren. Also sie wollen immer kürzer. Und auch die Mitarbeiter, also ich war mit dir bei dem letzten Training dabei und die Auftraggeberin hat sogar gesagt, selbst die Teilnehmer wollen in 3 Stunden ein Training erhalten, weil sie wissen, wenn sie aus dem Alltag rausgezogen werden, dass sie an wertvolle Arbeitszeit verlieren und vielleicht womöglich das dann nachholen müssen nach dem Training, und ein Wochenende einschieben, oder? Das ist richtig, das hat die Auftraggeberin gesagt. Gleichzeitig haben auch mehrere Teilnehmer gesagt, das Training hätte länger gehen sollen. Das war jetzt eben ein kurzes Training, 1,5 Tage mit Blended Learning. Und ja, das ist dann immer ein Zwiespalt Ja, halt. das Ja. ist diese Balance halten zwischen, was es eigentlich bedarf. Also mindestens diese 2 Tage wäre sehr gut, um einen richtig guten Fortschritt zu machen. Und andererseits der Wunsch aller Beteiligten, den Mitarbeitern nicht so stark aus dem Alltag zu reißen. Und immer dazwischen steht man, oder? Ja, so ist es. Wobei bei Kunden, wo ich dann schon länger Trainings mache und jedes Jahr mehrere Trainings anbiete, wo sich das dann langsam rumspricht, dann spielt die Zeitdauer nicht mehr so eine große Rolle. Man muss schon sehen, wenn man halt im Flow ist mit den Leuten, dann würden die oft noch gerne weiterarbeiten. Auf der anderen Seite, wenn sie die Einladung bekommen und im Flow sind in ihrem Daily Business, dann denken sie, oh shit, ich muss ins Training, ich bin 2 Tage nicht da und so weiter. Das ist so ein bisschen, es kommt darauf an, wo die Leute gerade sind und wo sie drin sind, wo sie sich identifizieren. Und dann dieser Bruch, der, ja, also kurz, 2 Tagestraining ist gut genug, würde ich mal sagen. 1,5 Tage, es wird dann schon recht knapp. Genau, und dann gehen wir schon in diese Richtung. Also du machst eigentlich seit vielen Jahren Präsenztrainings. Du hältst Präsenztrainings, das ist seit vielen Jahren ausschließlich quasi die Auflieferungsmethode gewesen für dich bei Seit HBS bald Schweiz. 10 Jahren. Ja, seit bald 10 Jahren. Gratuliere zu dieser Zeit. Bald hast du Jubiläum, gell? Und meine Frage an dich ist, was hat dich nun heute dazu bewogen, dir ein Blended Training zu entwickeln und anzubieten für deine Kunden? Ja, es gibt verschiedene Trigger an der Stelle. Einer ist sicher, dass die Kunden immer was Kürzeres wollen oder dass das immer angesprochen wird. Wir sind relativ hochpreisig, sie wollen auch etwas Günstigeres. Das war sicher auch eine Überlegung wert. Und insgesamt das ganze Online, die
ganze Online-Möglichkeiten, das geht wieder halt, ich liebe diese Techniken und diese Möglichkeiten. Und von daher habe ich das auch gerne mal aufgenommen und ausprobiert. Und ja, und da warst du eigentlich eine gute Partnerin mit viel Erfahrung, die mich da begleiten konnte. Und so ist jetzt eigentlich ein erster Schritt, wenigstens mal Blended Learning entstanden. Also einerseits diesen Wunsch nach kürzeren Zeiten, die wir vorhin gesprochen haben, auch Preisdruck, was auf dem Markt ankommt. Also du und ich, wir haben im Vorgespräch darüber geredet, es gibt Situationen, wo du auch anbietest im Markt und du kriegst vom Kunden oder potenziellen Auftraggeber ein Feedback. Jemand aus England macht das alles online für den halben Preis und alle verrückten anderen Szenarien, die mit diesem Preisdruck auch zusammenhängen. Und da braucht man heutzutage auch als Trainer, der auf dem Markt ist und auf dem globalen Markt auch flexible Strukturen und Möglichkeiten auf diesen Druck auch zu reagieren. Und ja. Und doch, hab ich eben vorhin gesagt, mehrmals bei deinen Trainings dabei. Ich gucke immer gerne bei dir rein in deinen Trainings und ich weiß von dir in deinen Trainings, dass das super hands-on ist. Also teilweise geht es darum, wirklich physisch die Teilnehmer zu drehen und bewegen, dass sie ihren Auftritt, ihre Präsenz verstärken. Und ja, wie übersetzt man diese doch so körperliche Art des Trainings im virtuellen Raum, beziehungsweise welche Teile des Trainings sind dir gelungen auszulagern ins E-Learning-Bereich? Also kurz gesagt, die Lean Back, die im Lean Back Modus funktionieren, die kann man gut auslagern. Also was du gerade eben angesprochen hast, dieses Körperliche, wo man mit den Leuten wirklich zeigt und dreht und ausprobiert und so weiter, was schon sehr, da geht es um persönlichen Auftritt. Das kann man online nicht machen, glaube ich. Vielleicht bis zu einem bestimmten Grad. Es gibt ja solche Coaches, die ähnliche Dinge machen. Ich bin da immer froh noch um das Präsenztraining. Aber diese Teile, die im Lean-Back-Mode gehen, die sind da sehr gut geeignet. Das ist alles, was mit Visualisierung zu tun hat, also wie Folien ausschauen, warum überhaupt Folien zu machen, wie man also Texte macht, respektive Headlines macht und so weiter. Da gibt es einige Inhalte, die kann man sehr gut online vermitteln. Da braucht es keine Präsenz im Gegensatz zum persönlichen Auftritt und anderen wichtigen Faktoren, die bei uns in den Trainings zum Tragen kommen. Ja, genau. Und ich glaube, es wird anderen Trainern auch so gehen, wenn sie beginnen, ein Blended-Konzept zu machen und einen Teil auszulagern, wenn das ihr Wunsch ist. Sie werden hinschauen, wie wir das auch gemacht haben und gucken, okay, ist das ein Thema, was sich online überhaupt übersetzen lässt? Wenn ja, möchte ich das überhaupt? Also wird das den größten Lerneffekt erzeugen oder nicht? Wird es den größten Nachhaltigkeitseffekt erzeugen? So bewertet man die verschiedenen Module bei der Entscheidung, gell? Ja, so ist das. Und das war auch sehr spannend, dann zu sehen, wie die Leute das angenommen haben. Ich habe auch gecheckt, alle haben die Fragen, das sind so Lerninhalte, Videos, dann Fragen dazu. Das haben alle ausgefüllt. Und die haben das wirklich als Vorbereitung sehr effektiv gefunden und effektiv genutzt. Und das hat schon recht gut funktioniert, obwohl das für mich in Sachen Online-Learning oder Blended Learning ein erster Schritt war. Also da kann man noch viel machen. Und ich glaube wirklich, also nach diesem Feedback von diesen Teilnehmenden hatte ich das Gefühl, man könnte noch mehr, noch differenzierter und dann auch verschiedene Pakete unter Umständen anbieten im Vorfeld zu einem Training, ja. Doch, was wichtig ist, es müssen kurze, knappe Inhalte sein. Es muss einfach schnell gehen. Die Leute wollen danach nicht 5 Stunden vorm Computer sitzen. Und dieses Online-Learning, das dauert gerade mal 20 bis 40 Minuten. Ja, genau. Und das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe auch gerade daran gedacht. Also du hast gewählt, einen sehr kurzen, kompakten Form vor dem Training. Also man weiß, man kann im Blended-Konzept kann man vor, während und also oder und nach dem Seminar Dinge machen. Du hast dich entschieden für einen sehr einfachen Weg, was mir sehr gut gefallen hat. Ich fand das sehr elegant.
Vielleicht könntest du ein bisschen erläutern, wie der Ablauf war und wie das funktioniert hat mit dem Online-Training. Wie waren diese kleinen, kurzen, kompakten Ich Abschnitte? hab vier Module gemacht, vorbereitet auf Video. Die habe ich aufgenommen hier am Rechner. Und zwar Vollbild. Also von mir hört man nur die Stimme, man sieht da gar nichts. Und dann sind das Videos, die laufen zwischen 5 und 10, 12 Minuten, irgend sowas in die Richtung. Und ja, und dann Fragen dazu. Was hat Sie überrascht? Setzen Sie die und die Methode eh schon ein? Und so weiter. Bildrechte zum Beispiel waren auch ein Thema, was man sehr gut behandeln kann, dann online in dem Sinne. Und was interessant war, im Training habe ich dann wirklich auf einen Inhalt referenziert. Ich habe gedacht, den muss ich denen jetzt zeigen. Und dann habe ich gemerkt, nee, der war im Online-Learning und ich habe mit denen das kurz besprochen. Die haben den Inhalt, die haben es wirklich parat gehabt. Ich konnte quasi sagen, ja, erinnert euch da den Text und die Bilder im Vergleich. Und ja, klar, ist gut, weiter. Und dann spart man halt auch schon Zeit. Und ja, ich glaube, da gibt es noch bessere Möglichkeiten, aber da stehe ich jetzt halt gerade mal am Anfang. Aber es ist spannend, ja. Ja, und es gab eine Phase, wo du und ich, wir waren gemeinsam im Zusammenarbeiten, wo du diese Module machen wolltest, diese vier. Und ich meine, es ist schon auch, man braucht Mut, um diesen Schritt zu wagen, weil man muss wissen, wie man diese Videos dreht, mit welchen Technologien, wie geht es mit dem Screen Capture, was ist das beste Mikrofon, um das aufzuzeichnen. Was ist das Lernmanagementsystem, was am besten für selbstständige Trainer geeignet ist, die trotzdem professionell ist und aussieht für den Endkonsumenten? Wie bringt man die an Bord? Wie prüft man, ob sie das geschaut haben? Also all diese Fragen sind doch, obwohl du so einen einfachen Weg gewählt hast und einen eleganten Weg, sind aufgekommen. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen, ohne die anderen davon abzuschrecken, nur dass sie ein Gefühl bekommen. Nee, da hast du mir halt geholfen rein mit der Plattform, da bin ich dann auch pragmatisch. Also wenn du sagst, ja, damit arbeite ich, das funktioniert gut und so weiter. Und natürlich hat jede Plattform jede Möglichkeit Vor- und Nachteile. Nee, das war dann trotzdem erstaunlich. Also man muss einige Dinge berücksichtigen. Und ich habe mich auch schwer getan, jetzt mit technischen Dingen nicht, also am Mac, sag ich mal, oder wahrscheinlich auch am PC mit Camtasia oder so aufzunehmen. Das ist nun wirklich ein Kinderspiel. Dann brauchst du noch ein gutes Mikrofon, was funktioniert. Das sollte nicht hallen und so weiter. Ich mache ein paar Tests. Aber dann kann man losgehen. Aber man sitzt dann so vor dem Rechner und hat diese Folien vor sich. Das ist jetzt schon ganz anders, wenn ich mit dir spreche. Da kommt schon viel mehr Dynamik und Fluss rein. Und du hast es mir ja auch zurückgemeldet. Das war fast ein bisschen, ich habe da viel zu ruhig gesprochen. Aber okay, das kann ich jetzt sicher noch verbessern. Also technisch, ich denke, es braucht eine einfache Plattform. Die gibt es. Aufnehmen, Aufnahme machen heute ist eh kein Problem mehr. Das sollte für alle kein Thema sein. Und dann braucht es ja, dass man das wirklich hochlädt, ausprobiert und dann irgendwie mal nach Pareto-Prinzip entscheidet, nee, das ist gut genug und es reicht jetzt. Jetzt gebe ich das mal raus und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Und jetzt bin ich auch, nachdem wirklich was Gutes dabei rausgekommen ist, sehr motiviert, das weiterzutreiben und auch im Verkauf vielleicht noch mehr nach vorne zu bringen, weil ich glaube, ich kann da schon noch andere Kundensegmente auftun, wenn ich da Learning und Präsenztraining mehr Spielmöglichkeiten habe. Heißt, ich habe mehr Module, mehr Inhalte bereit, die ich zusammenstellen kann zu einem Paket und aussenden kann. Vielleicht noch ganz kurz dies, was auch mich, ja, wie soll ich sagen, gewundert hat ein bisschen. Also wir haben das nur eine Woche vor dem Training, haben wir das rausgeschickt und das hat prima funktioniert. Ich habe mich noch mit der Auftraggeberin unterhalten und da hat niemand gemeckert oder so. Das ist auch gut, es ist dann auch nah genug am Training halt. Und es ist ein Wochenende dazwischen. Der eine oder andere, sag ich mal, engagierte, interessierte Mitarbeitende, der froh ist, so ein Training machen zu können, der wird sich sowas auch mal an einem Samstag oder Sonntag anschauen, wahrscheinlich.
Ja, genau. Und gerade bei der Gruppe waren das ja Freiwillige, die sich für den Kurs freiwillig angemeldet haben. Und ich denke, das ist immer der Fall. Es gibt diese zwei Szenarien. Entweder die Leute werden geschickt, ob sie wollen oder nicht, und die anderen, die sich freiwillig melden. Und das spielt auch eine wichtige Rolle dabei, was die intrinsische Motivation ist, welches Konzept man wählt für Blended. Und was ich gerade bei dir herausgehört habe, war, ja, also als Trainer seine Möglichkeiten der Optionen der Zusammenarbeit erhöhen, seine Flexibilität erhöhen. Und für mich ganz wichtig, was ich auch gehört habe, war dieses Pareto-Prinzip, weil die Art und Weise heutzutage, die möglich sind, schnell ein Video aufzuzeichnen, das sind Formen des Rapid E-Learnings. Das ist nicht so vergleichbar mit den alten, sehr aufwendigen, teuren, komplexen E-Learning-Konzepte, die man von Profis drehen lassen hat, die über Monate entwickelt wurden und nach einem Jahr schon veraltet worden sind. Das ist schnell, das ist wendig. Das nächste Mal, wenn man das Video austauschen möchte, macht man das einfach schnell. So hält man einfach Tempo mit den neuen Entwicklungen am Markt und kann immer aktuell bleiben. Würdest du mir da recht geben? Würde ich dir sehr recht geben. Das ist von der Seite auch ein sehr interessantes Projekt. Wenn ich jetzt Zeit und Lust habe, irgendwo ein Zeitfenster habe, kann ich da was verbessern. Wenn ich bei einem Kunden sitze und raushöre, er möchte bestimmte Module online vielleicht haben, das Training kürzen oder das Training überhaupt ganz anders ausrichten, dann kann ich im Prinzip mitgehen und ich sage es mal so, ja. Die Module, die es gibt, das kann ich auch noch ein bisschen ausweiten oder ich kann sagen, ja, also da kann ich auch noch zwei, drei Module machen und dann haben wir das. Und somit bin ich konkurrenzfähiger, schneller, auch im Prinzip schneller darin, auf den Kunden einzugehen und das macht schon Sinn, halt, das ist klar. Genau. Okay, und zum Abschluss möchte ich nur eine Anmerkung machen. Also du warst ja, du hattest einen Vorsprung. Du hast bei mir in einem Kurs für Train the Virtual Trainer oder Train the Online Trainer hast du mitgemacht. Allerdings war das vor über 2 Jahren mittlerweile. Und du hast ziemlich lange gewartet, bis du dieses Training, also bis du diese Kenntnisse angewendet hast von deinen Ich Online-Fähigkeiten. habe gewartet, bis ich es verkauft habe. Ja, genau. Jetzt habe ich zwei verkauft, das ist interessant. Ich habe das Online Mastery bei dir gemacht, nachdem ich bei HPS die Ausbildung gemacht habe für Online Präsentieren. Ja. Und das hat jetzt halt auch gedauert und jetzt kommt auch wirklich dieses Training auf mich zu. Und ich habe das auch schon vor 2 Jahren sozusagen gelernt. Ich kriege jetzt nochmal ein Brush ab und das ist auch der gleiche Kunde, der halt so online unterwegs ist und ja, der hat das bestellt und dann habe ich es gemacht, im Prinzip. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, in letzter Sekunde oder sowas, aber ich hab dann seit letztem Sommer gewusst, dass das kommt, auf jetzt auf März und dann hatte ich über Weihnachten und im Januar genug Zeit, das vorzubereiten und abzustimmen. Ne, das ist gut. Und man ist wirklich flexibel, schnell und kann auch, wenn ich jetzt 10 Module online habe und wir sind in Wien, wir haben da diese Trainer-Meetings, wenn wir Änderungen machen und so, dann kann ich da ein Modul, da kann man auch, das habe ich auch gemacht, man kann prima schneiden. Man macht dann einfach eine Folie und macht ruhig und dann kann man irgendwie was Neues reinschneiden, ohne dass man irgendwas merkt davon. Und da kann man also wirklich endlos dran rumwerkeln und verbessern, dann Bedürfnisse anpassen und so. Macht schon Spaß. Das ist richtig toll. Gell? Und für diejenigen da draußen, die das mal überlegt haben, in Erwägung gezogen haben, sich diese digitalen Fähigkeiten anzueignen, mehr zu lernen über Blended Learning, mehr zu lernen über Online-Trainer-Dasein und Online-Training, die aber zögern aus anderen Gründen, die nicht mit einem Verkauf von einem Trainingskonzept zu tun haben. Was würdest du sagen, um die zu ermutigen, jetzt den Schritt zu gehen, den Schritt zu machen? Ja, also für mich wäre das Wichtigste, vielleicht selber ein bisschen recherchieren und schauen, aber sich schnell Hilfe zu holen und ganz dezidiert Hilfe zu holen. Und da bin ich halt wieder dann ganz der Pragmatiker. Also sag mir, welches Tool das gut funktioniert und dann schon ein bisschen einen Überblick sich verschaffen, aber schnell Hilfe holen. Das ist das, was ich denke, was gut funktioniert. Das kann man auch sehr
präzise steuern. Das muss dann nicht unbedingt teuer werden, aber man verliert sonst unheimlich viel Zeit, wenn man allzu viel mit selber ausprobieren und so weiter macht, ja. Genau, und mein Tipp vielleicht an diejenigen, die das überlegen, wäre, macht das im Zuge eines konkreten Pilotprojektes. Was ich immer wieder sehe, ist, dass die Menschen alle möglichen Wissen aneignen und das nicht auf die Straße bekommen, weil sie kein konkretes Projekt definieren. Was würdest du dazu sagen, André? Würdest du das auch zustimmen? Ja, absolut. Da wäre ich sogar noch ein bisschen frecher. Das habe ich in der Agentur gelernt halt. Wenn ich in der Verkaufssituation bin, dann irgendwo halt mal einen Schritt weiter nach vorne preschen, auch im Wissen, da muss ich jetzt halt noch was organisieren oder was machen, was es noch nicht gibt. Aber das schon zu verkaufen, weil dann kriegt man schon eine ganz konkrete Anforderung, wie das aussehen müsste oder könnte, und dann kann man drauf losarbeiten. Und halt einfach ein Projekt zu definieren, das kann gewiss, ja, wie soll ich sagen, das kann kritisch sein, weil dann muss ich das nachher verkaufen. Ich bin flexibler, wenn ich es von der anderen Seite angehe. Also so quasi, du sagst erstmal ein Konzept verkaufen und dann entwickeln, gell? Also Ja, wir so reden vom Gleichen eigentlich. die Richtung, Ja, genau. genau. Ja, sehr gut. Also Aber André. Entschuldige, die Umsetzung vom Konzept, wirklich dann online, Blended Learning Inhalte und so weiter, das dann erst machen, wenn es verkauft ist. Und dann Genau. habe ich ja wirklich genug Ansporn, wenn nicht auch Druck und was immer. Und dann werde ich das auch umsetzen. Ja. Genau, speziell für die Männer, die sich auf diese Art und Weise gerne behelfen mit ein bisschen Druck von Zeit. Wir Frauen ticken da ein bisschen anders. Das macht aber Ja, nichts. Es sind auch viele Zuschauer, die Männer sind. Das ist doch gut. gut. Wie denken dann die Frauen da? Wir planen ein bisschen weiter voraus. Aber das macht ja nichts. Deswegen ist diese gute männliche, weibliche Information sind immer gut zum Abgleich, gell? Genau, so ist es. Ja, André, das war heute ein wahnsinnig spannendes Gespräch, fand ich. Ich bin also dankbar, dass du Zeit genommen hast und ich bin mir sicher, dass die vielen Leute, die das ansehen, werden davon für sich viel mitnehmen können und viel Mut haben, um den ersten eleganten Schritt zu gehen mit dem Blended Learning, wie du es getan hast. Für diejenigen, die mehr erfahren möchten über André Bischoff oder Habia Schweiz, vielleicht braucht ihr ein Präsentationstraining. Wer weiß, wer dieses Video anschaut. Ihr könntet Habia Schweiz finden auf hps-training.com. Das sind auch die anderen Länderbüros dort mit vertreten, von Wien über Deutschland und in die ganze Welt hinaus. Also wie viele Länder habt ihr, André? 10. 10 Länder, die da vertreten sind und ihr arbeitet wirklich mit hochkarätigen, guten Kunden mit vielen, vielen Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet. Ich habe den Kurs selber ja, beobachtet mehrmals und ich bin hoch begeistert von diesem Konzept und sehe, wie die Trainingsteilnehmer wahnsinnig sich verbessern in kürzester Zeit in ihrer Präsentationsfähigkeit. Also daher für mich sehr empfehlenswert für alle. Und ihr habt ab und zu auch offene Trainingstermine, die könntet ihr finden auf der Website. Und wenn Sie in den Genuss, lieber Zuschauer, von weiteren solchen Interviews kommen möchten, dann besuchen Sie auch meine Website unter shellyastevens.com. Dort können Sie sich mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse anmelden für meine Top 10 Ressourcen und Tools für virtuelles Coaching, Online-Training und virtuelles Präsentieren. Und wenn Sie sich dafür anmelden, kriegen Sie automatisch meinen monatlichen E-Newsletters mit weiteren Strategien und Methoden in diesen Bereichen, die sowohl in Form von Videos als auch Artikeln Ihnen dann zur Verfügung stehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich anmelden und wenn ich Sie dann mit meinem Newsletter begrüßen darf. André, möchtest du ein paar abschließende Wörter sagen und dann sagen wir Tschüss. Nee, es ist gut. Ich möchte es nur allen ans Herz legen, solche Dinge auszuprobieren und ja, und diesen Weg zu gehen. Also Blended Learning ist eh, ich meine, hier in der Schweiz ist eh alles so dicht im Straßenverkehr und so. Es ist richtig nett, mal zu Hause zu sitzen, am Computer so Inhalte zu erarbeiten und sich die Zeit, die Reisezeit und so weiter zu sparen. Natürlich nach wie vor in meinem Thema sowieso Präsenztraining, denke ich, wird immer eine Rolle spielen bei uns. Aber Blended ist eben gut.
Ja. Blended is good. Mit diesen Worten schließen wir ab. Und ich gebe dir immer wie immer in Interviews einen virtuellen High Five. Ja, okay. Tschüss. Und danke für das Interview, André. Ja, ciao. Tschüss.